Affen investieren besser als menschliche Investoren? Hä? Das zumindest steht in einem Artikel von der Welt aus dem Jahr 2013. Natürlich wurde dieses Experiment, diese Studie nicht mit echten Affen gemacht, sondern mit Zufallsgeneratoren im Computer. Und da habe ich mir gedacht, hey, sind einfach weniger voreingenommen von jetzt bestimmten Namen von Entwicklungen. Die picken einfach random irgendetwas raus, es ist ihnen scheißegal und sind damit erfolgreicher im Schnitt. Das will ich doch mal selbst ausprobieren. Und deswegen habe ich mir gleich eine Liste gesucht, die alle deutschen Aktiengesellschaften enthält. Diese ganze Liste von insgesamt 812 Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, ob da alle dabei sind, ob das 100% richtig ist, aber es sind 812 Unternehmen. Ich kann die nicht alle einzeln durchprüfen. Auf jeden Fall habe ich die mir genommen, hab sie in einen Zufallsgenerator geschmissen und das werdet ihr gleich sehen, diesen Auswahlprozess live dabei sein. Und die Regeln von diesem Portfolio werden sein, 50 Aktien werden da drin sein, pro Position werden 2000 Euro investiert, also pro Aktie 2000 Euro ungefähr. Wenn man sich jetzt an einem Index orientiert, könnte man natürlich sagen, hier, du musst aber dein Portfolio gewichten. Nein, muss ich auch nicht, weil in diesem Artikel wurde nämlich auch herausgefunden, dass ungewichtete Indizes besser abschneiden als ihre gewichteten Brüder oder Schwestern, ich weiß nicht, der Indizes Brüder. Zum Beispiel wie der S&P Equal Weight Index und der Credit Suisse Equal Weighted Index. Ich werde die Dividenden nicht berücksichtigen, weil es sind einfach 50 Unternehmen, die ich einfach aus Spaß in ein Portfolio reinhaue, um zu schauen, wie die Kursentwicklung vonstatten geht und ob an dieser ganzen Sache überhaupt irgendwas dran ist, dass man per Zufallsgenerator mehr Erfolg haben kann, als wenn man sich da stundenlang mit den Aktien auseinandersetzt. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Natürlich ist es kein echtes Portfolio, es ist einfach zum Spaß. Spaß, alles Spaß. Das heißt, kein echtes Geld ist investiert. Ich würde auch niemandem empfehlen, so zu investieren, per Zufall. Zumindest empfehle ich das noch nicht, je nachdem, was danach da rauskommt. Das kann in die Hose gehen. Es ist hier ein Experiment, wo kein echtes Geld riskiert wird. Klar, ja, das ist absolut und im wahrsten Sinne des Wortes keine Kaufempfehlung, weil ich weiß noch nicht mal selbst, mit welchen Unternehmen wir es gleich zu tun bekommen werden. Dieses Portfolio wird den Namen haben German Random 50 Affenportfolio. Man muss sich ja anlehnen an die Professionellen. Ich bin mir jetzt noch nicht im Klaren darüber, genau, ob die Zusammensetzung jetzt ein ganzes Jahr so bleiben soll oder ob ich monatlich randommäßig irgendwelche rauskicke und dafür andere randommäßig wieder dazunehme, damit da irgendwie so ein bisschen Bewegung drin bleibt. Schreibt es mir mal unten einfach in die Kommentare, wie ihr das seht und wie ihr das machen würdet. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt. Es ist ein Experiment ohne richtiges Geld. Macht das nicht nach, zumindest nicht in echt. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit der Aktienauswahl für das neue und absolut experimentelle German Random 50 Affenportfolio. Ich habe hier also meine Liste der börsennotierten deutschen Unternehmen, die ungefähr 812 Titel umfasst. Die werde ich mir jetzt rüber kopieren in den Zufallsgenerator. So, da sieht man auch, von A bis Z ist alles dabei. Welche deutsche Aktien kommen in mein Affendepot? Es geht los. Seid ihr bereit? Nummer 1 ist Advantag Aktiengesellschaft. Aktiengesellschaft Nummer 2. Mensch und Maschine Software SE, First Sensor AG, Kurasan AG, Activa Resources. Nummer 6 ist Konstantin Medien AG, Zentrotherm Photovoltaics, Albis Leasing, Krones Aktiengesellschaft, Zentrotech Sustainable, SNP Schneider Neureiter und Partner, Tyros AG Finanzdienstleistungen, UMT United Mobility Technology, MS Industrie, Dr. Bock Industries, Amateon Agri Holding NV, Blue Pool AG, Vapiano SE, guck mal, Vapiano, endlich mal etwas, was ich kenne,
STO, Nummer 20, die Endor-Aktiengesellschaft. Habe ich auch noch nie gehört. Hypoport AG. Die Commerzbank-Aktiengesellschaft ist die Nummer 22. Custodia Holding Isra Vision. 25, Bayerische Motorenwerke AG, BMW. Uzin Uz Aktiengesellschaft. Ich bin gespannt, was die machen. Mediclean. Komm direkt, Bank. Sollen das? Haben die hier meinen Computer gehackt oder was? Ich hatte doch gerade erst die Commerzbank. Krass. Lewag Holding. Bavaria Venture Capital and Trade. PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie. Das ist doch mal ein Name. Gesco Innovativ Capital. Ceotronics. Alba SE. SGL Carbon 3U Holding AG. Publicity. IVU Traffic Technologies. Schweizer Electronic Aktiengesellschaft. Bitcoin Group SE. Schicksal. Value Holdings International. MWB Fair Trade. H&K. Finlab. IVU Traffic Technologies AG. Die Your Drinks AG. Die R Stahl AG ist auch noch mit dabei. Und wir haben noch genau zwei Plätze, weil das ist die Nummer 48. Nummer 49 ist Yen Optik. Und die Nummer 50, die letzte, ist die Daimler AG. Daimler hat es doch noch geschafft auf dem letzten Meter. Es ist krass. Jetzt geht es daran, wirklich diese 50 Titel einzupflegen in Portfolio Performance. 50 Titel, das wird eine richtig blöde Arbeit. Das wird ja richtig vlogartig, dieses Video heute. Ich habe jetzt 17 Aktien eingetragen und so viele müssen noch folgen. Hier, guckt euch mal diese Liste an. Die Bluepool AG, die habe ich ersetzt durch die Jo Friedrich Behrens Aktiengesellschaft. Wisst ihr Bescheid. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die mir vorher durch die Lappen gegangen ist. Und zwar, dass ich eine Firma doppelt drin hatte, die der Zufallsgenerator zufälligerweise doppelt ausgewählt hat. Und zwar IVU Traffic Technologies AG. Die habe ich auch wieder zufälligerweise ersetzen lassen durch die Singulus Technologies Aktiengesellschaft. Leider habe ich mit Heckler & Koch jetzt auch ein Rüstungsunternehmen dabei. Das ist nicht so ganz nach meinem Geschmack. Aber es ist nun mal der Zufallsgenerator jetzt. Und dann habe ich mich entschieden, na gut, bleibt das halt drin. Aber jetzt gehen wir doch das Ganze nochmal zusammen in Portfolio Performance durch. Das ist es, das brandneue Portfolio. 50 Titel. An der Zahl ein wunderschönes, gleichmäßiges Kuchendiagramm noch. Das wird sich wahrscheinlich über die Zeit auf jeden Fall ändern. Alles ist hier noch ganz frisch und neu. Hier erstmal alle Wertpapiere aufgelistet. Dann Konto gibt es natürlich nur eins. Da sehen wir, was der Spaß gekostet hat. Fiktive 100.642,71 Euro. Depots gibt es natürlich nur eins, Sparpläne keine, Vermögensaufstellung. Hier sieht man schön, dass alle Anteile bei ungefähr 2% liegen. Mal hat es etwas besser geklappt, mal etwas schlechter. Es sind aber auch ein paar Penny-Stocks mit dabei. Activa Resources zum Beispiel, da habe ich jetzt für, hätte man oder würde man bekommen für 2.000 Euro 14.286 Aktien, weil der Kurs bei nur 14 Cent liegt. Wenn man nach den deutschen Regeln geht, dann wäre hier alles bis zu einem Euro ein Penny Stock, und wenn man nach den amerikanischen Regeln geht, dann wäre alles bis zu 5 Dollar ein Penny Stock. Ja, und das hier sind die teuersten Aktien, die jetzt im Portfolio liegen. Custodia Holding, Isra Vision, Heckler & Koch, Hypoport, STO oder STO, Krones und BMW. Aber ansonsten sieht es ja hier nach einer recht vergleichsweise ausgewogenen Sache aus. Es sind sehr, sehr teure Aktien dabei. Es sind sehr, sehr günstige Aktien mit dabei. Wenn euch die Liste genauer interessiert, was der Zufallsgenerator da so ausgewählt hat, dann stelle ich diese Liste natürlich zur Verfügung als Excel-Tabelle zum Download in der Infobox. Hier beim Diagramm sieht man jetzt natürlich nicht so viel. Das geht jetzt erstmal steil nach oben auf die ungefähr 100.000. Bestände habt ihr gerade schon gesehen. Die Performance ist natürlich auch nicht rosig, es ist alles brandneu, es ist auch gerade Wochenende, das heißt, es wurde noch überhaupt nicht gehandelt in der Zeit jetzt, und alles, was im Moment Performance gekostet hat, sind Gebühren, nämlich 234 Euro, wenn man davon ausgeht, dass man sich den günstigsten am Markt verfügbaren Broker
genommen hat. Ja, und das war eigentlich auch schon alles, was es in diesem Portfolio zu sehen gibt. Ja, und wenn es was zu berichten gibt von diesem zwar besonderen, aber absolut unechten Portfolio, dann werde ich euch das wissen lassen in den kommenden Videos. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell sich da jetzt irgendwas Nennenswertes tut, aber lassen wir uns einfach mal überraschen, wie sich dieses German Random 50 Affen-Portfolio entwickelt. Bis dahin, ich danke euch erstmal wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.